auf. Da liegt das Spielgerät. Alle sind soweit. Stark ein. Arminia Bielefeld. Gestern Auftaktsieg. Der Landesligist gegen Werder Bremen mit 1:0. Danach setzt es eine knappe Niederlage gegen den VfB Stuttgart. Gegen Borussia Dortmund, Entschuldigung, mit 1:2. Und dann im letzten Spiel gab es das 3:5 gegen den VfB Stuttgart. Allerdings haben sich die Bielefelder da hervorragend präsentiert. Erster Schussversuch der Nürnberger. Hier ein Foulspiel, richtig. Christian Kestel. Der Tunay Kutluhan. Einmal vor sich hingeschoben. Hier nochmal zu sehen. Hochgenommen. Guter Abschlussversuch. Eine starke Parade von Bielefelds Keeper Luis Weber. Sehen wir nochmal den Schussversuch. Zack, kriegt er die Pranke ran. Haben Sie Peter Slavov, den Trainer Bielefelder, da links den Ziss noch engagiert aufs Spielfeld rufen. Der ist mit voller Imbrunst dabei. Gestern schon. Jetzt Yamin. Abpraller genommen mit Kopf und der Treffer zum 1:0. Jawohl, und da. Ein Lachen und Jubel zeitgleich. Hier sehen wir es nochmal. Wunderbar. Der Treffer. 1:0 Arminia Bielefeld. Gut gekehrt wieder. Der Wechsel mal den Amin. Rechts Peter Slavov, der Bulgare. Tiefer Ball jetzt hier. Die Spielklasse behauptet. Schussversuch. Da haben wir links im Bild das Phantom Marek Mintal, DFB-Pokalsieger, ehemaliger Bundesliga-Torschützenkönig. Die Titel, die er gewonnen hat. Und ich habe das kurz vorm Spiel schon mal erwähnt. Der hat mit der U19, die er vorher betreut hat, schon mal gegen einen Mühlenkreis aus Wallenstein-Wede verloren. Danach gab es Straftraining für die ganze Truppe auf dem Vorplatz. Jeder mitbekommen, hat er die Jungs sprinten lassen. Und deswegen war man sich nicht sicher, was hier in Lübeck hat auf dem Parkplatz der Kraschpodale gestern noch passiert. Nach diesem 0:3 gegen die Mühlis. Aber wir haben zumindest nichts Gegenteiliges gehört, dass die Jungs da richtig lang gemacht wurden. War natürlich ein richtiges Highlight, die Partie gestern der Mühlis. Nürnberger in der Landesliga aktiv. Dort Tabellenführer, die Franken. 29 Punkte. Oh, die Jungs sind auch schon wieder wach. Teil der Fankurve der Mühlis von gestern. Also die Halle ist eben schon gesagt und es wird immer voller. Das ist hier für 8:49 Uhr. Außergewöhnlich gut besucht hier. Es wird voller und voller. An den Eingängen schlängelt es sich. Viele haben das Frühstück also gleich in die Kreisspielhalle gelegt und wollen einfach wenig verpassen. Natürlich schön für die Atmosphäre, für die Spieler, wenn hier gleich ja, die Kapelle im Haus ist. Kleine Anforderungsrufe hören wir auch schon für die Arminen. Natürlich den Heimvorteil.
Die Lokalmatadoren. Ah, gut gelöst da. Da gefallen gerade der Bielefelder mit der Nummer 6. Jermaine Konzbruch. Sicherlich der auffälligste Akteur bei Bielefeld gestern. Der amtierende Nationalspieler, der auch mit dem Trainingslager in La Manga war. Da haben wir einen großen Bild. Clemens. Jermaine Konzbruch. Tiefer Ball. Freistoß für die Nürnberger. 6,5 Minuten vor Ende der Partie. Ballverlust jetzt. Ah, der wollte mit der Hacke. Wollte den querlegen. Tommaso Sammartino. Immer wieder diesen Druck, immer wieder die Aktivität gegen den Ball, ganz wichtig. Nicht passiv werden. Wichtiger Ballgewinn da, sonst wäre es in Unterzahl aufgegangen. Wieder unsauber gespielt dann. Kontermöglichkeit der Bielefelder. Richtig, Arm im Rücken. Foulspiel an Tommaso Sammartino. Oh, da gibt es das Missverständnis, das haben wir gerade gut gesehen. 4-Sekunden-Regel. Ja, sobald der Ball liegt, geht das Zählen los. Ballbesitz für die Nürnberger. Und dann der Treffer für die Nürnberger. Ja, daraus entstanden, das war ein bisschen unnötig. Aus Bielefelder Sicht, David Ismail. Einmal mal direkt abgezogen. Spitzer Winkel. Da hatte Bielefeld eigentlich einen Freistoß, hat dann gewechselt. Die 4 Sekunden waren abgelaufen, dadurch Ballbesitz Nürnberg. Und daraus ist dann dieser Ausgleich letztendlich entstanden. Die Nahaufnahme. Der Abstand eingefordert. Schiedsrichter, alles im Griff. Ball zurückgelegt. Den Keeper, Schussversuch geblockt. Jetzt der gute Versuch. Gibt Eckball. Da hat er die Fingerspitzen noch dran bekommen. Nach dem Abschluss von Tunay Kudluhan. Da haben wir ein Bild. Kapitän der Bielefelder. Klasse behauptet da körperlich sehr, sehr präsent. Nürnbergs David Ismail. Ja, jetzt auf der Konter für die Bielefelder. Mitnahme, ah, Glück gehabt. Kriegt er noch vorbei und dann scheitert der Dominik Moskwin. Nummer 14 bei Minja. Klasse gespielt mit der Acke, der Versuch. Schade, das hätte Tor verdient gehabt. Und wieder Bielefelds Feintechniker Tunay Kudluhan. Nummer 10. Jetzt nächster Schussversuch und da geht er Risiko. Wird leider nicht belohnt. Also leider aus Sicht der Armin. So, jetzt der Wechsel. Na, Armin, ja, da geht's Lob von Peter Slavov. Gut gemacht, Jungs. Motivator. War gestern zu keiner Sekunde irgendwie mal ruhig. Feuer und Flamme. Gibt dir richtig Vollgas. Freistoß jetzt
für die Nürnberger. Zurückgelegt, Abschluss. Versuch gegen die Bande. Schon mal ein Konzbruch. Jetzt wieder auf dem Feld, da haben wir einen. Ja, Kontakt da. Alles in Ordnung. So, Abpraller von der Bande genommen und dann die wichtige Rettungstat hier. So lang nochmal der Versuch über die Bande und dann ist aber Brielmatz da, der aufmerksame Keeper, der Nürnberger. So, langer Ball jetzt. Der Ballgewinn jetzt. Ah, und dann der Versuch. Knapp gescheitert. Der Ball ist noch heiß. Da kriegt jemals gerade noch so die Beine zu. Da muss er selber grinsen. Kurz vorm Tunnel. Aber alles in Ordnung. Freistoß. Für die Ostwestfalen. Eingelupft. Richtig. Die Jungs sind natürlich heiß und ehrgeizig, die wollen gewinnen. Versuchen da zu helfen. Von der Bande aus. So, letzte Minute in dieser, ja nicht ganz so torreichen, aber dann doch recht munteren Partie. Beide Mannschaften wollen, können noch nicht so ganz richtig. Nicht ganz so viel Tempo drin wie eben zwischen Leipzig und Stuttgart, aber die Spannung ist da, der Schussversuch nochmal. So, und das für die frühe Uhrzeit. Die sind doch wach, die sind aktiv hier in der Halle. Fast der Last-Minute-Treffer, Kopfballmöglichkeit nochmal. Nochmal Ballbesitz für den ersten FC Nürnberg. Ah, der hätte Konzbruch gerne Freistoß gehabt. Das gefällt ihm gar nicht, dass er da Abstand halten muss. Gute Tat nochmal, wichtig. Aus Sicht der Arminen. Luis Weber. So, langer Ball nochmal. Kopfball! Und was für ein Treffer! Fast mit dem Abpfiff. Oh, der Slavov, der beißt da lang in die Bande. Treffer durch Fabio Neuerlein. Zack! Sträflich freigelassen. Das kurz vor Schluss ist bitter. So Luis Weber mit dem Versuch. Wird das der Last-Minute-Erfolg für die Nürnberger? Mal unsauber gespielt. Zu weit in Lauf für Luis Weber. Jetzt muss er an dieses 1 gegen 1 gehen. Und das war's mit 2 zu 1. Kurz vor Schluss gewinnt der erste FC Nürnberg sein erstes Spiel am Sonntagmorgen. Ab in die Highlights. Der FC Nürnberg, präsentiert von Schulz Gebäudeservice.